Montagmorgen-Espresso mit Thomas Schneider. Guten Morgen. Letzte Woche hatten wir ein Zitat von Steve Jobs, heute im Ausgleich eines von Bill Gates. Das Thema heute: Erfolg. Erfolg entsteht dadurch, dass man sich auf das konzentriert, was man wirklich mag und worin man gut ist. Eine nicht wirklich neue Erkenntnis, aber es könnte sich lohnen, sich darüber wieder mal ein paar Gedanken zu machen. In jungen Jahren hatte ich einige gleichaltrige Freunde, die schon früh genau wussten, welchen Karriereweg sie einschlagen wollten. Sie hatten ihre Karriere genau geplant, bis ins Detail. Und bei den einen hat es dann auch wirklich funktioniert. Ich meinerseits hatte damals diese Gewissheit nicht. Wo sehen Sie sich in 5 bis 10 Jahren? Diese Standardfrage konnte ich nie sauber beantworten. Und dies verunsicherte mich damals. Müsste nicht auch ich genau wissen, wohin ich wollte und warum? Aber es gab so vieles, was mich interessierte, was ich mir vorstellen konnte. Und so vieles, was mir Spaß machte. Ich treffe heute immer wieder Menschen, die sich ihre Jobs und Projekte danach aussuchen, was sich gut in ihrem Lebenslauf macht, oder sich fragen, was jetzt wohl der logische nächste Schritt wäre. Wenn ich Coaches begleite, die zum Beispiel ihren Job verloren haben und oder eine Standortbestimmung vornehmen, dann sind 2 meiner Fragen immer: Was kannst du so richtig gut? Und was macht dir wirklich Spaß? Was macht dir wirklich Freude an einem Job? Denn ich bin der absoluten Überzeugung, wenn ich das tue, worin ich wirklich gut bin und was mir auch wirklich Spaß macht, dann wird sich der Erfolg einstellen, früher oder später. Erfolg entsteht dadurch, dass man sich auf das konzentriert, was man wirklich mag und worin man gut ist. Auf in die neue Woche! Wo liegen meine großen Fähigkeiten? Was kann ich wirklich gut? Und was macht mir wirklich Freude und Spaß? Und tue ich denn das Richtige? Oder was könnte, sollte ich stattdessen besser tun? Ich wünsche dir, Ihnen, einen freudvollen und erfolgreichen Wochenstart. Bis zum nächsten Montag.